Habe die Ehre, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Hofbergmann-Karte. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da, schreibt mal euer Feedback in die Kommentare. Und natürlich schaut auch in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr wie immer ein paar Links. Und ja, halt, hier geht es noch nicht um, da vorne geht es um. Genau. So, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt heute machen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Weil ich habe letztes Mal noch ein bisschen hergerichtet gehabt, alles. Nach dem letzten Video bis zum Punkt X. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt der Punkt, ne, wo ich wieder aufnehmen möchte dann. Und dann ist es erst einmal gestoppt praktisch, also für mich dann die Karte erstmal, und dann, wenn ich wieder aufnehme, ne, wisst ihr, nur dass ihr mal versteht, wie ich das immer mache. Es gibt auch Tage, da nehme ich, da spiele ich einfach die Karte nur, weil ich sie spielen will, und wenn ich mittendrin sage, okay, ich nehme jetzt auf, dann nehme ich halt auf, ne? Also kennt ihr ja, glaube ich, oder glaubt man kennt. So, hier ist unsere Sämaschine am Gästeballern. Und ihr habt schon ein bisschen gesehen, was wir hinten dran haben. Dazu kommen wir aber gleich. So. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht in die Wiese reinfahren. Deswegen mal aufklappen. So, ich habe noch nie mit zum Teil gearbeitet. Noch nie. Und so wie es aussieht, so wie ich die Bahn hergelegt habe, funktioniert es nicht. Gut. Ist halt so. Also, setzen wir mal ab, steigen wir mal kurz aus. Ich habe jetzt hier den Fliegel Duo für die Silobahn zum Heimfahren. Damit wir die praktisch nach Hause bringen. Und ihr seht schon, unser Gas ist wieder erntereif. Wir werden auch in den nächsten Tagen das Gas wieder einsilieren. Aber ich möchte jetzt erstmal ein paar Siloballen heimfahren. Aha. Ah. Ach, ist ja geil. Kann man also auch austeleskopieren. Naja, gut. Müssen wir mal nochmal neu ansetzen. Und dann könnte das Ganze natürlich auch funktionieren. So. Genau, jetzt haben wir einen drauf. Den ersten. Rang. So, jetzt haben wir einen drauf und jetzt müssen wir uns praktisch einen hier durchs Gebüsch holen. Wie gesagt, ich will das heute mal testen. Ich will da, dass ihr da mal dabei seid, wie, wenn ihr seht, wie dumm ich mich dazu anstelle mit dem Teil. Und ja, möchte einfach mal mit dem Teil einen Schwung Siloballen nach Hause fahren. Also zwei Stück. Wie gesagt, wenn wir da überhaupt hinkommen an den jetzt. Aber normalerweise und dann klappt man das so zu und okay, ist ziemlich geil, das Teil, muss ich sagen. Finde ich echt toll, also echt top Sache eigentlich. Und ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es gut. Wir fahren jetzt mal nur zwei heim,
Weil wir werden jetzt dann noch, eventuell fangen wir jetzt dann noch zu mannern oder wir kümmern uns erstmal um die Stelle. Wobei die Stelle, die können wir auch bis Ende des Monats warten lassen, wenn es ist. Also ausmisten und sowas, ne? Ich glaube, das machen wir erst später. Und ja, doch, das machen wir dann erst später, genau. Das machen wir dann erst, wenn wir mit der Gassilage fertig sind. Dann werden wir uns mal um die ganzen Stallungen. Das war jetzt eng. Puh. Um die ganzen Stallungen kümmern. Sprich, wir werden mal gucken, dass wir die Milch bei den Kühen rausholen. Mist. Ja, ihr kennt es ja, ne? Ausmisten etc. Und genau das möchte ich dann machen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal wichtig ist das hier mit dem Teil. Einfach mal, es war jetzt mal ein Probelauf. Also es funktioniert gut, muss ich sagen. Mir gefällt das Ding und das werden wir definitiv öfters einsetzen. Und, oder definitiv eigentlich immer bei Siloballen einsetzen, wenn wir die holen. Und wie gesagt, also ich finde das Ding echt super. Mir gefällt es. Mir passt es. Ich finde es einfach super. Wie gesagt, mir gefällt es. Vor allem mir gefällt es mit der Maussteuerung, mit dem Teleskopieren. Das war immer so, im LS19 war es für mich, war dieser Fliegelschmetterling war für mich immer so ein Dorn. Weil es immer nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Und dann habe ich immer gesagt, das Ding ist scheiße. Aber mittlerweile muss ich sagen, das Ding ist echt geil. Ich feiere das Teil. Und ja. So. Und ich denke mal, wir können... ich habe eine Idee. Wir können das Teil auch benutzen, um zum Beispiel die Siloballen, wenn wir Siloballen pressen, am Feld anzuschlichten. Dafür können wir es zum Beispiel auch mit hier nehmen, fällt mir gerade so ein. Also, viele, viele gute Ideen. Dann klappen wir mal wieder auf. Das ganze Ding kann man natürlich mit Frontladersteuerung bedienen, ist ja klar. Halt, bisschen weiter weg, genau so. Halt, absetzen. Vorfahren, wie hat das mein Kumpel gemacht? Vorfahren, vor. Ungefähr so und dann... Halt, zack. Genau, so hat das mein Kumpel auch immer gemacht. So kann ich mich noch dran erinnern. Aber wie gesagt, Leute, ich feiere das Ding aufs Übelste und... Ja, warum nicht? Es ist eine schöne Technik. Warum sollen wir das Teil dann nicht einfach auch benutzen? Wie gesagt, es ist eine schöne Technik und von dem her, warum nicht? So, dann bauen wir das mal runter. Hat mir hier schon wieder einer die Kugeln weg, ne? Hier hinten auch, ja, im hinteren Teil auch. Ah, jetzt hat. Waren die Kugeln schon wieder weg? Na egal. So. Aber, ja, wir haben jetzt 16 Uhr. Wir richten jetzt noch ein bisschen her. Und. Ja, dann schauen wir halt mal. So, jetzt stehen wir da. Ankoppeln. Okay, lassen wir mal so stehen. So. Heck mir weg natürlich dran und dann geht eigentlich die Party schon wieder ab. Aber eben, wie gesagt, erst am zweiten Tag dann. Weil ich sehe es halt nicht ein, dass wir jetzt zum Man anfangen und das Ganze über Nacht machen. Das finde ich ein bisschen doof. So, Schläuche alles dran. Perfekt. So, wenn wir gerade da sind, wir hatten ja beim letzten Mal das Problem, dass ich die Silage zum Teil hier nicht rausbekommen habe. Ich habe das Skript mit dran genommen und
Hier, genau. Dieser Haufen hier ist jetzt das einzige, was ich praktisch nicht wegbekomme. Aber das ist ja nicht schlimm. Dafür habe ich das andere Zeug, habe ich dann hier reingekippt. Und ja, muss sagen, passt eigentlich. Also, es passt wirklich. So, genau, was ich euch ebenfalls zeigen wollte. Nein, ich wollte euch nicht zeigen, wie weit der schon wieder ist, aber ja. Hier unten haben wir ja jetzt den Weizen. Hier oben werden wir Gerste anbauen. Die zwei Felder sind selbsterklärend. Kartoffeln, Hafer und die vier hier müssen wir mal schauen dann. Das muss ich mir dann noch überlegen. Definitiv muss ich das noch überlegen. Aber wir werden definitiv, hier ist das Tiermenü. Genau, wir werden definitiv die Güllegruben entleeren und zwar beide. Das heißt, wir werden erst hier hinfahren, die leer machen, dann hier hinfahren und na, hier weiter leer rausfahren. Bin gerade am Überlegen, eventuell auf dem Ölrettich ein bisschen was zu fahren. Nee, halt, nee. Nee, auf die. Nee, wir werden auf die Wiese fahren, genau. Wir werden das auf die Wiese fahren, so viel wie wir haben. Und dann müssen wir gucken. Ihr seht auch, ich habe den 900er bereits an den Ladewagen dran geschraubt. Ich finde das Bild einfach geil. Ich finde, es sieht halt einfach geil aus. Der alte Schlepper und der Ladewagen so dazu. Ich finde, es sieht einfach mega aus. Schon wieder voll, okay. Wie sieht es hier aus? Futtertechnisch auch noch fast voll. Schafe ist noch ein bisschen was drin, also dauert es noch. Aber ausmisten müssen wir auch bald. Okay. Klar, wie gesagt, wir machen jetzt mal kurz einen Hofrundgang, dass ich weiß, was ich machen muss. Okay, hier definitiv ausmisten, das ist klar. Futtermischer, glaube ich, brauchen wir keinen machen. Nee. Brauchen wir zum Beispiel keinen machen. Ja. Genau. Das ist das, was jetzt so eigentlich gerade ist. Genau. Das ist genau das alles. Dann später natürlich Hof aufräumen, Maschinen waschen, reparieren, ne? Alles ist, glaube ich, selbsterklärend. Kann man auch zumachen. Ich gucke jetzt bloß gerade noch, was wir alles wegmachen oder was wir alles zumachen können. Können wir auch zumachen. Genau. Ah, ich wollte eigentlich Fahrgassen machen, ne? Nee, egal. Nee, es ist jetzt egal. Wir lassen jetzt mal die Fahrgassen auf dem Safecam weg, weil wir haben ja, ne, GPS auch hier und alles. Klar, haben wir auf anderen Karten auch, aber, ne? Und zwar, ich möchte, wenn wir das Geld haben, möchte ich den 300er weggeben, möchte einen größeren Pflegeschlepper her tun. Und, ach nee, warte mal, falsche Kategorie, Entschuldigung, mein Fehler. Gar nicht gemerkt. Genau, und, Herrgott. Und möchte mir dann den hier kaufen. Also sind wir hier bei einer Investition von rund roundabout 200k. Ja, wir müssen aber mal gucken, wann können wir eigentlich das Mehl verkaufen am besten. Im Dezember. Ich habe leider noch keinen Anhänger gefunden. Aber das kriegen wir hin. So, was hat der jetzt? Ach, da ist ein Baum. Dir ist da ein Baum im Weg. Ey Kollege, wie viel Saatgut wirst du noch durchlassen? Ich habe bloß eine Palette gekauft, ne? Weil die muss reichen. Ah, scheiße, ich habe nicht genullt. Egal. So. Aber meine lieben Freunde, wir sind am Ende vom heutigen Video angekommen. Ich bedanke mich bei euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Lasst mal ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich euer Feedback in die Kommentare oder na, irgendwas anderes. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal werden wir höchstwahrscheinlich im Grünland sein. Und bis dahin wünsche ich euch was. Haut
Haut's rein in die Hirn uns. Bis dann. Ciao, ciao.